So, starten wir mit unserem Rundgang. Wir fangen im Außenbereich an. Wir haben hier den Batteriekasten. Sollte das Fahrzeug einmal nicht anspringen, einmal darauf achten, wir haben ja hinter einen Batterietrennschalter, dass dieser auch eingelegt ist. Altbewährt beim MAN auf der linken Seite der AdBlue-Tank, dieser fast 80 Liter. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr mindestens ein Viertel aus dem AdBlue-Tank leer gefahren habt, bevor ihr ihn wieder nachtankt. Sonst bauen wir uns Fehler ein und haben Fehlermeldung. Neuheit, Besonderheit bei dem neuen MAN TGX sind unsere Radarsensoren für den Abbiegeassistent. Wir arbeiten hier mit keinem Kamerasystem, wir arbeiten hier mit Radar, wie gesagt. Besonderheit auf der linken Seite. Einmal haben wir eine Warnung, wenn zum Beispiel ein Fahrradfahrer oder auch ein Fußgänger dran vorbeigeht. Und wir haben auch einen Überholassistenten mit dabei. Das heißt, dieser schaut ca. 80 Meter nach hinten und erkennt dort Fahrzeuge. Bin ich in einem 80 Meter Bereich, geht oben im Fahrzeug eine LED an, kommt das Fahrzeug näher, leuchten dort zwei LEDs. Ist das Fahrzeug so nah, geht auch zusätzlich noch ein Warnton mit an. Dieses funktioniert beim Betätigen des Blinkers auf der linken Seite. Mehr zu beachten gibt es dann schon bei unserem Dieselpartikelfilter. Wie wir eben ja schon gehört haben, haben wir ein Euro 6 Fahrzeug mit neuester Abgasnorm und dabei haben wir, wie gesagt, einen Dieselpartikelfilter. Dieser Dieselpartikelfilter muss sich auch von Zeit zu Zeit reinigen. Das macht er in der Regel von alleine. Da habt ihr nichts mit zu tun und ihr werdet es auch so gut wie gar nicht mitbekommen. Wie auf der linken Seite haben wir auf der rechten Seite auch unsere Radarsensoren. Diese funktionieren ähnlich, nur ohne Betätigung des Blinkers. Das heißt, es nähert sich ein Fahrradfahrer, Fußgänger oder was auch immer von hinten in den toten Winkelbereich, erkennt das unsere Sensorik. In der A-Säule auf der Beifahrerseite geht dann eine gelbe LED an. Wenn sich der Fahrradfahrer weiter nähert, zwei LEDs und im schlimmsten Fall sogar noch ein Warnton mit dazu. Weiter machen wir auf der Beifahrerseite mit den wichtigen Sachen. Neu ist hier im Einstieg auf der rechten Seite der Einfüllstutzen für das Scheibenwasser. Aber keine Frage, kein Problem. Das ist nicht kompliziert. Aufschrauben und wir können diesen noch rausziehen. Der Beifahrersitz ist pneumatisch verstellbar. Wir haben hier vorne einen Schnelllöse. Wir können hier die Sitzhöhe mit Stufen verstellen. Hier können wir die Federkraft des Sitzes einstellen. Das heißt also, ob jemand also weicher gefedert haben möchte oder härter gefedert haben möchte. Hier hinten haben wir die Rückenlehnenverstellung. Dort können wir den Sitz in der Rückenlehne in der Neigung verstellen. Im vorderen Bereich mit dem Hebel haben wir noch die Möglichkeit, den Sitz nach vorne und nach hinten zu verschieben. Neu und ergonomisch verbessert für den Fahrer ist die Öffnung der Seitenklappen. Diese ist jetzt leichter zu erreichen. Einfach ziehen. Wie gewohnt von außen den Hebel öffnen und ich kann dann mein Schlauchfach gucken. Hier hinter finden wir ganz nützliche Sachen, zum Beispiel hinter dieser Abdeckung. Alles, was wir zum Reifenwechsel brauchen. Unterlegkomplett zu dem Wagenheber. Den Wagenheber selber. Im nötigen Fall auch einen Abschleppbolzen, den wir vorne im Stoßfänger mit einschrauben können. Wir finden im Außenstoffach die Warnweste, Verbandskasten, ein Feuerlöscher. Und natürlich braucht auch keiner von euch das große Fahrzeug von oben irgendwo zu reinigen, auseinanderziehen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, bequem von unten am Fahrzeug zu reinigen. An der Fahrzeugfront haben wir modernste LED-Scheinwerfer verbaut. LED-Scheinwerfer nicht nur fürs Abblendlicht, nein, auch fürs Fernlicht, für Nebelscheinwerfer, Blinker und auch fürs Tagfahrlicht. Zum Scheinwerfer und zur Bedienung erzähle ich gleich im Grunde noch ein bisschen was, denn wir haben auch eine Fernlichtautomatik mit verbaut.
Weiter machen wir unter der Frontklappe. Die Frontklappe ganz einfach zu öffnen. Einfach ganz leicht zu merken. Unter dem A, unter dem Löwen. Einmal in die Frontklappe reingreifen. Von hinten ist ein Griff. Diesen einmal betätigen. Und schon kann ich meine Frontklappe aufziehen. Unter der Frontklappe haben wir für uns nicht ganz so viel, was wir benötigen. Wir hätten einmal hier den Öleinfüllstutzen. Den Ölmehrstab gibt es auch noch am Fahrzeug. Dafür muss aber das Fahrzeug gekippt werden. Ich kann mir aber auch oben in der Instrumentierung den Ölstand anzeigen lassen. Das zeige ich euch nachher im Fahrzeug im Raum nochmal. Weiter der grüne Deckel. Unser Einfüllstutzen für das Kühlwasser. Bitte nicht öffnen. Gerade wenn das Fahrzeug heiß ist, ist hier eine Verbrennungsgefahr, weil das Fahrzeug unter das Kühlsystem unter Druck steht und das Wasser rauskommen könnte und euch verbrennen könnte. Bitte zulassen. Sollte euch oben in der Instrumentierung natürlich Kühlwasserverlust angezeigt werden, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, in diesem Fall auch zu öffnen. Aber bitte erst, wenn das Kühlsystem abgekühlt ist. Ja, ich weise hier nochmal auf die Verbrennungsgefahr hin. Solltet ihr oben einen Kühlwasserverlust angezeigt bekommen, kontaktiert auf jeden Fall die Werkstatt. Machen wir auf der Fahrerseite weiter. Und hier kommen wir zu einer Besonderheit. Um dem Fahrer vieles zu erleichtern, dass er nicht jedes Mal rein und raus klettern muss, gibt es bei dem neuen MAN ein Easy Control. Dieser ist mit 4 Schaltern belegt. Zum einen Warnblinkanlage kann ich von hier unten ein- und ausschalten. Ich kann, wenn ich vergessen habe, meine Fenster zu schließen, über den Tastendruck die Fenster schließen. Ich habe die Möglichkeit, die Beifahrertür von hier zu entriegeln. Und, sehr toll gemacht, ich kann meine Arbeitsscheinwerfer einschalten. Altbekannt das Bedienteil für die Luftfederung. Wir haben ja, wie vorhin schon mal gehört, ein vollluftgefedertes Fahrzeug. Wir können hier vorne die Vorderachse einschalten, hier hinten die Hinterachse zuschalten und können über die Pfeiltasten das Fahrzeug anheben und absenken. Um das Fahrzeug wieder ins Fahrniveau zu bekommen, einfach die grüne Taste drücken. Auf M1 und M2 kann ich mir auch bestimmte Abstellhöhen einspeichern. Dies mache ich relativ einfach. Ich fahre über die Pfeiltasten die gewünschte Höhe an. Drücke die Stopptaste, halte diese gedrückt und drücke auch M1 oder M2, je nachdem, wo ich das hinspeichern möchte. Über den TIN-Schlüssel könnt ihr einmal die Fahrertür entriegeln und verriegeln. Ihr habt auch die Möglichkeiten in den Menüeinstellungen auch zu ändern, dass ihr auch die Beifahrertür jetzt mit öffnen könnt. Weiter habt ihr ein richtig geiles Gimmick und das ist die Abfahrkontrolle. Ja, ihr braucht nirgendwo mehr reingehen, irgendwo was zu starten oder sonst irgendwas. Das könnt ihr machen. Ihr kommt zum Fahrzeug, drückt beide Knöpfe, 2 Finger, drücken, gedrückt halten, loslassen, klar, Moment abwarten und da beginnt der Lichttest. Lichttest, auch mit einer ganz neuen Neuheit und Besonderheit. Wir spielen jetzt auch prüfen den Rückwärtsgang und die Arbeitsscheinwerfer mit. Wenn ihr euch wundert, was diese Flaps besorgen sollen, das ist einfach ein Spritzschutz, damit euer Türgriff immer ordentlich sauber bleibt. Das heißt, der aufgewirbelte Regen wird hier drüber umgelenkt und vom Fahrzeug wieder nach unten abgewiesen. Was ist noch neu? Was hat sich noch geändert? Die Spiegel. Die Spiegel sind schlanker, schmaler geworden und sitzen etwas weiter nach hinten. Somit habt ihr jetzt einen sehr guten Durchblick vom Fahrersitz aus zwischen A-Säule und dem Spiegel.